jetzt ist hier irgendwie eine Weiche wieder reingekommen. Ja gut, 81 ist akzeptabel. Ist akzeptabel. Oh, oh. Kühdorf Baumaterialienfabrik. Warum meldet ihr? Die haben auch noch Nein. Die haben Ja. Die haben auch Ja. Okay, Kunststoff wird ja eh schon produziert. Okay, warum haben die noch Nein? Weil kein Kunststoff abtransportiert wird. Kein Kunststoff, keine Waren. Waren muss in Blau. Blau ist. Oh je. Okay. Okay, das reicht ja bis da drüben. Das ist ja nicht schlecht. Denn da drüben geht auch noch Orange rein. Und das ist Lebensmittel. Und die sind auf automatisch. Dann müssten die das doch eigentlich mitnehmen. Welches ist denn die orangene Linie? Die hat 6 LKWs. Gut, du deckst im Grunde eigentlich alles ab. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, einer, der gerade leer ist, würde ich mal ins Depot schicken. Würde dort nochmals einen kaufen, und zwar der ausschließlich für Waren ist. Und würde dem, der jetzt gleich hier reinkommt, sagen, du bist auch für Waren. Ist die Frage, welcher ist es? So, wo bist du? Ah ja, gut. So, du bist für Waren und gehst jetzt auf Lebensmittel Kühdorf. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns wieder hier kurz um diesen hier kümmern. Denn entweder wir setzen hier noch eine Lok dahinter. Wir machen auf jeden Fall mal. Ah, Moment, habe ich den Bahnhof hier hinten denn schon ausgebaut? Das ist jetzt etwas blöd.
Es ist jetzt etwas sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Und wenn wir nur sagen, wir stellen da einen schnelleren Zug ein, also dass wir sagen, wir nehmen hier zum Beispiel eine E-Lok, die sehr teuer ist, die sich aber sicherlich rentieren wird. Es gibt keine zu ersetzenden Fahrzeuge. Doch die. So, das geht nicht, weil. Oh Gott. Das würde alles gehen. Moment, Moment, Moment. Das ist ja Bombe. Das ist ja Bombe. So, weil jetzt könnte ich bestimmt sagen, sofort ersetzen. Perfekt. 18 Millionen, das haben wir. Weil dann haben wir zumindest mal, dann haben wir nicht mehr Kapazität, aber der Zug ist deutlich schneller. Aber wenn wir hier die Beschleunigung ansehen, also bist ja was fast mit dem Fahrrad schneller. Von 85, jetzt mal gucken, wenn wir die E-Lok oder wenn der Zug durch die E-Lok ersetzt wird. So, also da merkt man schon die Beschleunigung. Naja, wir sind ja jetzt schon bei 80. Oh, da hat sie kurz warten müssen beim Beschleunigen. Ah ja, das sind wir deutlich schneller. Ich denke, dass wir hier durch die Umstellung jetzt auch deutlich mehr Getreide zur Kunststofffabrik bringen. Okay, warum hat er jetzt gerade so heftig abbremsen müssen? Okay, komisch. Das ist. Ist es bei dem jetzt auch so? Mal schauen. Oh, das ist jetzt natürlich dumm, aber der kann da direkt hinten hinterherfahren. Das Signal würde ich sogar noch weiter nach vorne setzen. Jetzt habe ich da nicht zugeguckt. Musst du jetzt hier nochmal bremsen? Wenn ja, warum?
Nee, okay. Passt da noch ein Wagen hin? Oh, passt da noch ein Wagen hin? Moment. Du hast vorne fast keinen Platz mehr und hier beginnt die Weiche. Ich würde sagen, ja, da passt noch einer hin. Wir haben jetzt 152 und ein Wagen ist lang. Ja, das müsste auf jeden Fall gehen. So, der wird dann gleich ersetzt, oder? Jawohl, an dem können wir jetzt gleich mal gucken. Es ist perfekt. Das ist perfekt gebaut. So, wir kriegen hier die Produktion hoch. So, ich hoffe, der muss jetzt nicht warten. Ne, muss er nicht. Genau so steht. Doch. Es war jetzt ein bisschen unglücklich. Ist das Signal doch weg? Weil dann beansprucht er ja die Strecke schon früher. Genau. Genauso soll es sein. Der Personenzug darf oder kann auf jeden Fall anhalten. Weil der hat es nicht eilig. So, wie viel sind wir bei hier? Das steigt, das ist sehr schön. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo Öl her. Viehöl. Okay. Wusste nicht, dass wir solche Dörfer in Deutschland haben. Der TGW Einheitswagen 4, sehr schön. Der TGW wurde 81 schon entwickelt. Krass. Okay, es geht aber mehr nach Donnburg, weil da mehr gebraucht wird. Hier wird kaum was gebraucht. Produktion steigt aber trotzdem, weil jetzt das Potenzial plötzlich auf 500 hoch ist. Okay. Wir hätten hier Öl und hier Rohöl. Na, vielleicht können wir uns da noch irgendwie durch den Berg schmuggeln. Aber das war's erstmal wieder mit meiner Aufnahmesession Transportfieber. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Wir haben hier die Warenfabrik angeschlossen. Nächstes Mal mal schauen, da können wir uns mal wieder etwas um den Personenverkehr kümmern. Und dann mache ich sozusagen die Personenverkehr-Folge zu meiner letzten Aufnahmesession. Also vergesst das, was ich vor 4 Folgen, nee, vor 3 Folgen, nee, vor 4 Folgen gesagt habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und vergesst nicht abzustimmen. In der Beschreibung ist der Link. Macht's gut. Ciao.